Heute zeige ich euch meinen Trade in der Salzgitter-Aktie. Diese Aktie habe ich gestern in mein Trading-Portfolio gekauft. Hier auf der rechten Seite seht ihr den Trade. Das rote, wie immer, ist die Verlustspanne. Also wenn der Kurs hier unter die 26,40 geht, werde ich wieder mit Verlust aussteigen. Genauso oben bei der 39 ist meine Zielspanne. Wenn der Kurs dorthin kommt, werde ich mit Gewinn einsteigen. Ich kann hier in diesem Trade das Vierfache gewinnen, als ich riskiere. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist David. Hier auf diesem Kanal geht es um erfolgreiches Trading für Berufstätige. Ich zeige jeden meiner Trades live. Oben links seht ihr meine Monatsergebnisse und auch meine Performance-Kurve hier zu dieser Trading-Strategie. Wenn ihr möchtet, gibt es die Möglichkeit hier, meine Performance sozusagen zu kopieren. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Trading-Portfolio. So, dann werde ich euch jetzt noch ein paar Details zu dieser Strategie hier zeigen und erklären. Und zwar sehen wir hier in diesem Markt, dass wir hier in einem doch recht schönen Aufwärtstrend mittlerweile sind. Also im Endeffekt seit einem Jahr circa läuft der Markt hier stetig nach oben. Und das ist so Kriterium Nummer 1 für mich in dieser Strategie, dass der Markt von links unten nach rechts oben steigt. Gleichzeitig die geleiteten Durchschnitte, also die grüne 50er EMA und die rote 200er EMA nach oben laufen. Die grüne über der roten ist sozusagen, das sind die ersten zwei Kriterien, nach denen ich suche. Das deutet dann auf einen Aufwärtstrend hin. Das nächste, was ich hier in diesen Märkten suche, ist, dass ich eine Art Stärke sehen möchte, also eine schnelle Bewegung nach oben, wie wir es hier hatten. Oder wie wir es jetzt auch hier hatten. Also genau hier diese Bewegung nach oben. Sehr schnell dynamisch. Und ich möchte sehen, wenn wir so eine dynamische Bewegung hatten, dass wir hier eher etwas langsamer nach unten laufen, eine Art Korrektur machen, wie wir es jetzt auch hier gesehen haben. Hier langsam nach unten. So dass wir dann hier sehen, okay, wenn ich hier oben das hochnehme, dann hier nach unten. Gedanklich sozusagen nehme, dann hier die Strecke hier nach rechts laufen lasse. Also dann hier so bis zum Einstieg, der ungefähr dann hier war, also ein bisschen weiter. Und dann auch die Strecke hier nach links. Möchte ich eben sehen, dass wir rechts eine zeitliche, längere Zeitspanne haben. Und wenn wir das sehen, dann kann ich zum nächsten Kriterium gehen. Und das ist, dass der Markt hier einen Kanal schiebt, so einen Kanal macht, so einen Abwärtskanal, dann kurz durch diesen Kanal unten rausbricht, wieder reinläuft in den Kanal und somit ergibt sich dann dieser Trade. Und das war es im Endeffekt dann auch mit dieser Strategie. Der Trade muss sich jetzt ausspielen, er muss eben ein Ziel sich wählen, oben oder unten. Und so läuft im Endeffekt jeder Trade ab. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch. Und wenn ihr eben mehr zu dieser Trading-Strategie sehen wollt, wenn ihr live öfters dabei sein wollt, dann könnt ihr unten in der Videobeschreibung den Link klicken. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dann auch mein Trading dort sozusagen kopieren und immer weiter auf dem Laufenden bleiben. Dann sage ich bis zum nächsten Video.